Was habe ich hier? Team Gelb. Welches Team bin ich? Lila? Das ist Lila. Oh, ja, ich wollte schon sagen, deine Kabine stinkt aber schon ein wenig. Ne? Die stinkt. Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren PvP-Karte mit Habisot. Hallo. Wir spielen hier heute auf der PvP-Karte Drown the Flag 2. Wir haben ja den Vorgänger auch beide gemeinsam gespielt, ne? Jo. Hier ist Gammelgommel übrigens. Ja, hier ist Gammelgommel, ne? Und hier kommt jetzt mal die Armee davon, die Armee. Ja, ich hab auch eine Habi Hafti Armee, kannst du mich mal? Habi Hafti ist der im Lambo und Ferrari sitzt, Habi Dabi ist der. Okay, Gammelgommel. So, Kühe an die Macht. Schweine an die Macht. Was habe ich hier? Team Gelb. Welches Team bin ich? Lila? Das ist Lila. Oh, ja, ich wollte schon sagen, deine Kabine stinkt aber schon ein wenig. Ne? Die stinkt. Oh, Kuchen. So. Ich schwer bin. Okay, dann mach mal. Dann erstmal hier doch auf Spiel starten drücken, ne? Oder wurde das schon? Spiel starten, ja, müssen wir wahrscheinlich, ne? Ach, müssen wir wahrscheinlich. Zack. Spiel gestartet, okay. Wow. Okay, TP nach dem Tod. TP am Spielbeginn. Da kam ja auch schon ordentlich Flame bei mir letzte Folge an, weil ich mich da etwas vertan habe. Oh, ich hab Fisch. Oh, sexy. Okay, TP am Spielbeginn nehme ich dann mal. Zack, und ab geht's. Okay, ich komme auch. Yay, tipptopp. So. Alles Klärchen. Alles Klärchen, sagt der liebe Habi Babi. Habi Babi, das heißt Habi Hafti. Habi Hafti ist der Lambo und da. Ja. Habi Hafti ist der Lambo, genau, das ist er. So, was wollte ich machen? Oh, hier liegt Fleisch rum. Hast du heute dir irgendeine Strategie einfallen lassen? Frage ich dich jetzt einfach mal hier. Nein. Nein. Okay, ich habe auch noch nicht. Ich kam hier gerade rauf, hab die Karte mal so angeschaut. Aha. Und hier, ja, genau. Yo! Okay, ich hab irgendwas. Yo, genau hier. Secrets lüften oder was? Genau. Darf man eigentlich die Gegner in der gegnerischen Base töten? Oder ist das verboten? Okay. Verstehe. Ey, ich hab dich da gerade eben da unten in den Bahnhof reinflitzen sehen. Sag mir nicht, du hast die Karte nicht schon vorher dir angeschaut. Na, du hast das denn ja wohl auch gesehen eben gerade. Ich hab deine Bahn gesehen, aber du wusstest schon genau, wie es geht. Du Habi Babi. Was? Ich freue mich gerade ein bisschen. Warum? Nur so. Du hast bestimmt schon voll das üble Diamantenschwert gefunden. Ja. Ja. Natürlich, da gibt es immer so Dia-Schwerter. Ja, normal. Ich wird hier nur so rumgeworfen in dieser Map. Das ist echt schlimm. Ja, normal. Ja, ich weiß nicht, ob ich heute wieder mal gewinne, weil die Runden waren ja eigentlich immer relativ gut für mich ausgegangen, muss man sagen. Außer damals. Außer einmal wollte ich gerade sagen, wie heißt die Karte nochmal? Bauernkämpfe. Womit unsere PvP-Maps überhaupt angefangen haben. Ja, das stimmt. Wir machen ja schon wirklich viele PvP-Karten miteinander. Ich glaube, neben den ganzen Epic Jump Maps mit Concrafter habe ich bis jetzt die meisten Maps auf YouTube mit dir gespielt. Oh. Das ist lustig. Das ist aber schon, ne? Mensch. Es läuft. Es geht voran, würde ich sagen. Nein, okay. Alles Klärchen. Ich guck mir mal an, was die Villager so haben. Ja, und ich guck mich mal um, wo ich hier Items bekomme. Ja, in diesen beiden Dingern, die habe ich dir doch gezeigt, damit es fair ist. Ja. Das musst du doch wissen. Oder alles vergessen. Ja, oder das. Alter, was sind das für Wucherpreise, ohne Spaß. Nein! Was denn? Ach, gar nix. Was? Hä? Warum ist hier eine Witch drin? Ja, warum bin ich vergiftet? Ich bin auch vergiftet, hier ist eine Witch drin. Ja, ich hab mich selber ein bisschen vergiftet, glaube ich. Hä? Wieso ist hier eine Witch drin? Was soll das denn? Hä, wie viel Leben hat die bitte? Voll die Bitch, ne? Butumtsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Captain, das Niveau sinkt. Ich werde ja auch oft für dumm gehalten, weil ich immer so wer rede hier bei den Karten gegen dich. Aber es ist ja immer bei mir nur Strategie. Das ist ja der Punkt immer. Man muss immer unterscheiden. Ja! Ey, das ist der Beste. Du wurdest nicht im Ernst gerade von der getötet. Alter, das muss ich dir zeigen. Das ist eine richtige Hardcore-Witch.
Laber doch nicht, ey. Okay, gut, aber ich bin schon wieder da. Boah, da, was ist das denn, ey? Hab ich ja noch nicht. Ich bin schon wieder im Rennen. Ja, bist du? Aber ich bin immer noch poisoned von der alten. Na, Kollege? Na, Kollege? Hast du Angst? Eigentlich nicht. Oh. Was kann man eigentlich, ich habe mir gar nicht die ganzen Sachen angeschaut, was man wie kaufen kann. Wo bekomme ich denn, oder was ist so das Wertvollste? Wo bekomme ich zum Beispiel Glowstone her? Ist das wertvoll oder ist das nicht wertvoll? Die Glowstone, das verstehe ich nicht. Warum naja, man kann, ich habe vorhin einmal beim Händler geschaut und da konnte man bei irgendeinem mit Glowstone was kaufen, aber ich habe noch nie Glowstone hier gefunden. Das Wertvollste, sehr wertvoll, okay. Ach so, einheitenmäßig. Ich glaube, das, was am öftesten vorkommt, ist Lapis, dann Inksack. Und sonst, ach ja, ist auch so wie... Warte mal. Was denn? Hast du meine Kisten abgebaut? Nein, ich doch nicht. Was? Warum? Meine Kisten sind weg. Ich hab doch nicht... Sauber. Danke. Ja, gerne. Du denkst doch nicht im Ernst, dass ich Kisten abbaue. Ja, danke, ey. Bei dir läuft ja... Was? Er hat dieses verzauberte Kackteil. Wow! Ich hab den Harnisch aus dem einen Secret. Oh, ist der heftig. Ist der Harnisch heftig. Oh nein, und... Wow. Aber wenigstens ist... Und du hattest Spinnenaugen, ey. Du bist ja der Oberbabbo. Danke für die ganzen Items, Mann. Hat die Alte da fallen lassen. Hat die Alte fallen lassen, sagt er. Ist doch so. Oh, und ich hab auch keine Kisten. Oh, danke. Ja, oh, bitte. Du kommst doch eh bei mir gerade wieder rübergelaufen und probierst dein Glück. Das siehst du doch sogar, also tu mal nicht so. Er hat einen Pfeil, er hat einen verzauberten Bogen und Pfeil. Nein! Alter! So, ich bin Team Lila, ne? TP am Spielbeginn, TP nach dem Tod. So, Kollege. Ah, ich hab den Harnisch, sag mal, bist du irgendwie völlig durch? Nimmst du den Harnisch nicht mit? Der Harnisch, der bleibt dir angezogen. Hab ich schon gesehen irgendwie. War bei mir genauso. Nee, der lag da noch. Nein. Der lag da. Als ich gestorben bin, ich war der an. Auch angezogen bei mir. Ich hab ihn an. Game Rule wurde eben gerade geändert. Ja, sauber. Danke. Ist ja richtig fair, Leute. Leute, jetzt hier. Mach ja, mal gib mir meine Items mehr, du Bube. Verschiss nicht meine kostbaren Pfeile. Die wollte ich eigentlich noch alle mir aufsparen. Ich hasse dich. Sag mal, wie viele Leben du auch wieder hattest, Mann. Man muss da richtig raufkloppen. Meine Güte. Und dass du vorhin da bei mir ankamst, habe ich auch nur geraten. Das war mir gar nicht klar. Und da hast du dich selber verraten, als du gesagt hast. Ich wollte damit umgekehrte Psychologie-Action machen. Okay. Ich wollte damit eigentlich hervorrufen, dass du nicht dich umdrehst und dann noch weiter shoppst. Ach ja, wie viele Pfeile habe ich denn? Ah ja, noch genug, Alter. Kannst du rüberkommen? Ich habe genug Pfeile, kannst du rüberkommen? Ja, ich wollte eigentlich heute mal ein bisschen Bogen-Action machen, aber... Hast du dir schon so gedacht, ja, nehm ja nachher die Map auf, ich glaube, ich mache heute mal ein bisschen mehr Bogen-Action. Ja, genau. So, was mache ich denn jetzt mal am besten? Nein! Was denn? Ich hab mir 3 Harnische von all meinem Zeug gemacht. Ich hab aus Versehen auf Shift gedrückt gehabt. Ja, finde ich ja korrekt von dir, dass du für mich immer die Items so ein bisschen kaufst und... Alter Lachs, du solltest doch nicht mehr allzu viele Pfeile haben. Wie teuer sind die überhaupt? Ja, ich hab die gekauft. Die kosten, glaube ich, 10 Lapis. Wie viele? Einer? Das wäre ja voll... Was? LOL, Alter, wie du mich einfach mal bekommen hast. Und hier stehen überall diese Gommisch-Kühe rum. Ja, kannst du dir ja töten, falls du ein bisschen Leder haben möchtest. Das sollte klar gehen. Ja, sollte klar gehen. Gibt's doch. Aber ist auf jeden Fall bis jetzt eine spannende Runde, finde ich, ne? Ja, wechselt hier schön die ganze Zeit. Ey, ich sag dir, ne, wenn ich erstmal meinen neuen Computer habe, dann bist du tot. Oh ja. Mein Gott, dann wirst du mit 190.000 FPS aufnehmen. Dann geht das richtig ab hier mit dem... Ja, ach was, ey, schön mit Shadern noch am besten. Bis dahin habe ich Auslands, ja, so ist eh egal. Auslands, ja, oh, was? Und? Ein Hit? Und tot? Ja, ich hatte mein Leben. Was ist denn heute hier los? Leben haben sich nicht mehr gefreckt. Das ist ja unglaublich, ey. Das ist ja also wirklich unglaublich hier. Kannst du mir nicht bitte eine Kiste zurückgeben? Nein.
Das ist Strategie. Miese Strategie. Miese. Ja, finde ich auch, ey. Finde ich auch. Vor allem, wo hast du die Witch her gehabt? Na komm. Ach, ich hab dich gesehen, du hast auch. Ich hab dich auch gesehen, komm. Yo! Bam. Renn ruhig, renn. Und hol noch mal ein paar Items für mich. Zack, zack, zack. Das ist ja alles Psyche, was du hier machst, das sag ja, ich dir. Ja, ist auch so, und dann werde ich wieder für dumm gehalten, ne? Vor allem, er hat bis jetzt 3 von 4 Spielen gewonnen. Also, so dumm und schlecht kann er nicht sein. Wollte ich nur mal gesagt haben, an die dich die LOL! Ganze Zeit. Ja gut, aber wenn man so oft stirbt wie ich, dann muss man mich schon für dumm halten. Ja, das aussieht. Du Hund! Du Hund! Ah, jetzt hast du wieder diese Siegerpose. Nee, aber mal ohne Spaß, mal an die Entwickler jetzt, mal der Karte. Glowstone. Gibt's das aus diesen 2 Spendern hier oder gibt's das aus einem geheimen Ort? Nein, ehrlich? Gibt's aus den Yolo. Hä? Du verwirrst mich. Yolo, 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 ey. Ja, ja, der Punkt ist halt der, ne? Ich mag es nicht, wenn Eindringlinge in meiner Basis sind, so, weißt du, chill. Meine Dorfbewohner darfst du nicht töten. Oh! LOL! Ja, ich meine das! LOL! Alter, davon wusste ich gar nichts. Ich wollte mich verstecken. Wusste ich ja überhaupt gar nichts. Ich hätte nicht gedacht, dass du da links reinguckst. Bei dir ist das rechts, bei mir ist es links. Ich hätte nicht gedacht, dass du da reinguckst an der Seite und dachte, ich bin nicht da sicher und kann da erstmal mein Glowstone irgendwo verwahren. Tja, anscheinend nicht. Ah, danke. Ja, bitte. Bam, wo bist du? Ach, okay. In deine Höhle, ich sehe ja schon. Kannst mich aber auch mal ein paar Sekunden lassen. Ja, oder du mich auch mal, ne? Ich lass dich die. Nur weil du gerade den Masterplan gefasst hast. Den Masterplan? Den Masterplan, der Master of Disaster. Was für ein Masterplan habe ich denn gerade? Hä? Ich habe gerade einfach so draußen einen Inksack bekommen. Kommen die irgendwie auch so zufällig? Habe ich oder auch schon mal bekommen. Draußen. Das ist ja komisch. Vom Tod davor eventuell. So, was kauft man sich denn mal Schönes, wenn man zu viel hat? Alter. Ich mach ja auf Sparflamme und muss jeden einzelnen. Boah, ein Diamantenschwert für 30 Glowstone-Staub. Yo, genau. 30? Ja, für ein Diamantenschwert. Ist aber eigentlich nicht mal so ein wichtiger Luxus. Da gibt's genug andere gute Waffen, glaube ich. Naja, ja, es gibt noch diese eine Schaufel da. Die ist das Dierschwert? Harpune, oh. Ist das Dierschwert wenigstens verzaubert? Ich glaube schon. Okay, dann wär's ja. Mittlerweile ja, sind mit, oh ja, Rückstoß 2, Verbrennung 2, Schärfe 5. Geil. Aber dann sind ja jetzt auch die, Dinger in den, Dispensern drin, die Glowstones. Das heißt, jetzt sollten die nicht allzu super selten kommen. Na, ich hoffe es doch mal. Also, ich habe bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, erst einen gefunden. Ja, ich auch. Beziehungsweise, ich hab ja gar keinen mehr, du hast ja meinen. Ich hab mal eine Frage an dich. Warum? 2 Fragen jetzt mal. Warum bist du da oben bei dir ich drauf? Ich weiß nicht, ob hier irgendwo ein Secret ist. Frage 2. Warum schwebt da oben ein Block? Okay, jetzt nicht mehr. Frage 3. Du hast ja keine Truhen mehr, eigentlich, oder? Oder hast du mittlerweile schon wieder eine Truhe? Man weiß es nicht. Warum? Mhm. Ich wette, du lagerst das alles zwischen irgendwo. Ja, soll ich hochkommen? Ich komme gerne hoch. Musst du nicht. Hä, warum willst du, dass ich runterkomme? Ja, ja. Für dich mache ich alles. Hä, wie kommt man da überhaupt hoch? An der Seite ist eine Treppe, soweit ich weiß. Ja, irgendwie bist du ja nach oben gekommen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das der einzige Weg ist.
Ach so, hier. Ja. Du möchtest mich runterschlagen. Ich kenne deine Strategien. Aber. Es war klar. Nur frage ich mich immer, woher du so schnell deine Sachen bekommst. Das ist schon wirklich heftig. Das war doch gar nichts. Dafür brauchte ich nicht mal. Ich glaube, dafür brauchte ich. Ja, ach so, ja, ich weiß woher. Okay, ja. Aus einer Truhe, richtig? Ich hab doch gar keine Truhe. Oh, da liegt Glowstone. Geil. Ja, du bist der Held. Zack. Ich dachte, ich hätte noch eine Chance, weil hätte ich mich oben aufbauen können. Nee, du hast keine Chancen. Wie wir einfach nur das Ziel von der Map komplett aus den Augen verlieren. Nee, ich sammle hier Glowstone. Und ich weiß, dass du hinter mir bist und ich werde dich gleich töten. Das will ich sehen. Shit! Oder auch nicht. Alter Mann. Alter Mann. Wie lange nehmen wir schon auf, ungefähr? Viel zu lang dafür, dass wir noch ungefähr nichts geschafft haben. Ja, wenn wir nicht mal, wenn wir mal früher gewusst hätten, dass der Glowstone aus den Seiten da kommt, dann hätte ich auch mal, ja, was, da hätte ich auch mal eine andere Strategie angewandt, als nur raufgehen. Dann wend die jetzt mal bitte an, okay? Ja, noch nicht. Erstmal muss ich eine andere anwenden hier. Nö, läuft nicht. Nein, wir! Nein! Oh, jetzt könnte sich vielleicht das Blatt wenden. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Oh, vielleicht habe ich. Wenn ich jetzt sterbe, das wäre der ärgerlichste Tod aller Zeiten. Ich habe wahrscheinlich auch zwischendurch mal einen Zeitraffer irgendwo reingehauen. Kann sein. Boah, wollen wir das wirklich machen? Aber dann relativ zur gleichen Stelle. Das kommt immer cool, wenn das an beiden Seiten gleich ist. Nee, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Entscheide ich dann. Am Ende der Runde. Gucken, ob du sowas überhaupt hochlädst. Boah, yo! Nein, wir. Das kann nicht passen. Zack, nein! Zack, zack. Alles, zack. Das ganze Zeug. Es war sau viel. Ich hatte alles dabei. Ich hatte, glaube ich, 5 Glowstone. Mhm, nicht schlecht. Nein. Oh, das war der ärgerlichste Tod. Scheiße. Dum 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 dum. Nein! Jawoll! So, jetzt reicht's mir aber. Jetzt gehe ich gleich in Gomma-Mode, ne? Ganz ehrlich, ohne Spaß, ohne Witz, ne? Jetzt reicht's mir auch langsam mal. Entweder du gibst mir, ich stell dir ein Ultimatum so. Entweder du gibst mir jetzt alle Items wieder auf der Stelle. Oder ich muss dich töten. Und das ab jetzt für immer. Das ruckelt auch heute bei mir hier alles. Mann, ruckelt Scheiße! Das ist aber heute. Och Mann, ey. Das hast Blatt du, wendet du hast, sich. Du hast doch den einen Abonnenten gesehen, der geschrieben hat: Gomme, du Hure, kauf dir eine neue Grafikkarte. Weißt du, dieser eine Typ, der sich mega aufgeregt hat. Gomme, du Hurensohn. Hatte. Habi Babi ist der im Lambo und Ferrari sitzt. Du weißt schon, dass man von unten weiterschlagen kann beim Wasser. Echt? Das wusste ich gar nicht. Tja, jetzt weißt du's. Daher kommt das wohl mit von wegen bei Survival Games im Wasser unten schwimmen, dann gewinnt man. Ja, richtig. Was? Ist ja schockierend. Richtig. Und vor allem, ich glaube, hier ist ein Tag-Nacht-Sensor drin. Mir fällt gerade auf, dass wir noch gar keine Nacht hatten. Ja, stimmt. Das ist ja echt was. Okay. Wollen wir kurz eine Grace Period zwischenschieben? Damit du wieder eine Chance hast. Ja, ich meine auch für dich. Wir müssen langsam mal ein bisschen zum Mal Ziel. Ein wenig Action machen. Ich verstehe, was du meinst, ja. Tja, also im Anbetracht dieser Situation können wir ja mal für eine Minute pausieren. Okay, das wäre ganz gut, das wäre ganz gut. Tja. Was mache ich jetzt mal am besten? Jetzt kannst du überlegen, was du machen solltest am besten. Ja, ich bin schon am überlegen, aber sollte klar gehen. Wie nett ich auch bin, dass ich jetzt eine reinschiebe, eine Grace-Periode. Das finde ich fast echt ein bisschen zu nett. Ja. Vielleicht sogar
Vielleicht ist das sogar Teil eines Memes. LOL! Krass. Was? Ach, gar nix. Ja, das heißt, der hat ungefähr 8 Glowstones. Yo! Genau, so viele? So viele? 8 Stück? Niemals. Was möchtest du eigentlich? Wir haben noch Grace-Periode, oder? Ach so, oh, sorry. Wir haben Grace-Periode. Ich dachte, wir beenden die offiziell dann. Ach so, ich dachte, die ist schon weg. Okay. Wir beenden die offiziell. Der musste nur sagen, wenn du die offiziell beenden möchtest. Ja, meinetwegen gar nicht mehr. Okay. Aber, ach, verdammt. Ja, okay, dann lass mal angreifen. Dann greif mal an, mein Junge. Der Habi Babi. Der Habi. Bekommst du eigentlich oft sowas wie Habi Babi zu hören? Nein, nie. Nie? LOL. Wer kann schneller klicken? Das hat doch damit gar nichts zu tun. LOL. Wer kann schneller ertrinken? Ach so, du bist ertrunken? Nein, ich hab dich getötet. Ja. Du musst mal. 22 Glowstones! Wollte ich dir gerade sagen. Yo! Yo, Leute! Alter Lachs, genau. Nicht schlecht. Oh, warum hau ich dich mit dem Minecart? Warte. Boah, was ist denn mit dir los, Alter? Du stirbst ja gar nicht mehr. Zack! Oh, ein halbes Leben. Ne, eineinhalb Leben noch. Aber okay. Das war schon. Da muss ein Zeitraffer her, ich sag's dir. Ich sag's dir, Mann. Hier allein schon, weil meine 6K Buschleitung keinen Stunden-Upload zulässt. Oh. Ach, Mist. Kommst du rübergelaufen oder so? Nee, ich war fast in der Führungspose. Ich hätte fast noch was reisen können. Naja, übertreib noch mehr. Ja, was? Ich hatte alles. Hattest du schon eine Diamantenspitzhacke? Hallo, komm mal. Hallo. Kann man von oben hier rein? Nee, ne? Hm? Nein, von oben kommt man da nicht rein. Hier, oh, sauber. Hier stehen 2 Kisten, aber die sind leer. Dann habe ich wohl meine Kisten gefunden, die du damals gekistennappt hast. Ja, anscheinend. Ich mag ja fremde Leute in eigenen Häusern gar nicht, ne? Oh, ich dachte schon, na, hat er es jetzt gesehen oder also hat er Eindringlinge habe ich wirklich nicht gerne. Junge, du hast doch ein Hack drin. Warum? Was zur Hölle? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe aus Versehen auf raufgehen gedrückt, rausgehen anstatt auf den Spawn. Ich wundere mich. Aber ich bin ja wieder dabei. Och, Menno. Och, Menno. Wie oft bin ich jetzt überhaupt schon respawned? Wie oft musste ich schon TP nach dem Tod drücken? Wie teuer? Ja, weiß ich nicht. Schon ein paar Mal. Wie oft musste man eigentlich nochmal, Wie viel Glowstone brauchte man für eine hier Diamantenschwert-Dings? Diamantenschwert. Weiß ich nicht, warte. 30, oh, das ist natürlich schon heftig viel. Boah, wenn ich schon diesen Ton verliere, das heißt, ach, kein Problem, ich habe 35. So, ja, normalerweise hat man so die Strategie vielleicht, dass der andere denkt, man hat so du weißt schon, man möchte einfach den anderen verwirren, aber ich habe heute vielleicht genau das Gegenteil vor. Man verwirrt dich mit der Eigenschaft, okay, Gomme könnte vielleicht eine Strategie haben und... Das kann mir jetzt niemand erzählen, dass du da oben drauf stehst und gerade das Ding abbaust. Warum? Das kann mir niemand erzählen. Warum, wer erzählt dir das denn? Willst du einen Fisch essen? Wer erzählt denn das? Was? Hä, was denn? Ich werd geschlagen hier, du bist unsichtbar bei mir, ey! Was? Lol, du bist unsichtbar, abhauen, lol, ich seh dich nicht, du bist unsichtbar wegen dem Relog. Lol. Hä? Ich seh dich nicht. Ich muss jetzt nicht reconnecten. Was ist denn das? Denkst du, ich reconnecte? Oh Mann, was? Warum hast du das Spiel verlassen? Ja, weil du unsichtbar bei mir bist. Was, war das jetzt ernst gemeint? Ja. Ach so. Ich seh dich auch nicht, ach so. Ich denke, bei mir bist du unsichtbar. Ja, du musst sicher nochmal reconnecten, oder bin ich... Was, ich sehe mich. Niemand sieht dich, ja. Warte, Multiplayer nochmal rein. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Ich will mit hoch! Nein! Leute, es buggt einfach mal! Es buggt! Weil du in mir standest, okay. Ich muss da noch rein, den Aufzug. Und ab geht's! Tschö mit Ö! Oh yeah!
Nein, nein. Boah. Nein, niemals. Nein. Das kann mir niemand erzählen. Wo bist du überhaupt gerade? Sehe ich gar nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich glaube, du hast auch nur geträumt. Das gibt's doch echt nicht, ne? Du. Das ist jetzt die vierte Karte. Du bist unsichtbar bei mir! Ja, was? Genau! Du bist. Ja! Ist warum klar. Warum bin ich immer unsichtbar bei dir? Jetzt ist egal, so. Team Lila hat gewonnen. Ulalalala. Diesmal habe ich mich PvP vor allem PvP. Du bist unsichtbar bei mir, du Spacken. Echt? Ja. Alles klar, dann machen wir Doppel-F5-Posi und du siehst mich nicht am Ende. Ja, genau. Alles klar. Alles klar. Ich komme hier allein. Nee, die Karte. Wollen wir mal wieder über die Karte so ein bisschen sprechen jetzt zum Abschluss? Ich bin jetzt erstmal ein bisschen traurig und ein bisschen... Okay, okay, ich umarme dich, den Unsichtbaren hier. Obwohl, ich töte einfach nur deine Schweine. Die haben es verdient. Das ist natürlich viel besser. Danke, weißt du, die Kuharmee hat gewonnen. Ihr habt wieder ohne Effekte gespielt. Ja, wollten wir doch auch. Effekte sind doof. Ey. Habi Hafti. Habi Hafti. Ey, yo, yo, yo. Na gut, Leute, also wie fand ich die Karte? Ich fand die Karte wieder, ich fand die heute irgendwie besonders klein, oder? Es fiel mir auf jeden Fall auf. Dann war sie heute ein wenig verwinkelter als sonst. Also man musste schon wirklich Berge mal hochspringen, damit man auf die andere Seite kam, zum Gegner aus der Hülle rauskam. Man musste ein wenig mal überlegen und auch natürlich so ein paar Background-Informationen haben, wo dann vielleicht Glowstone spawnen könnte oder wo man einen Diaprospanisch herbekommt. Ja, ich gebe der Karte von 10 Punkten 9 Punkte. 9? 9. Ist ja noch besser als Bauernkämpfe. Ja, oder 8 Punkte. Ich finde 8 Punkte, weil das Spielprinzip halt schon wirklich an Drone the Flag anlehnt von der letzten. Also, es ist natürlich Drone the Flag. Das sind auch die Drone the Flag-Entwickler. Aber trotzdem, es ist eigentlich eine PvP-Karte, sagt man, sag ich mal so. Mit ein paar. Ja, ich finde 8 Punkte. Dass die erste ein bisschen besser war und der haben wir 9 Punkte gegeben, dann würde ich sagen 8 oder 8,5, aber. Ja, 8 Punkte, denke ich. Ist aber auch ein super Ergebnis, da kann man nicht meckern. Ja. Und ansonsten haben wir noch irgendwas, was wir sagen müssen. Ja, ich würde mal gut sagen, gespielt, Kollege. Ja, also heute hast du wirklich PvP-technisch gut abgesahnt. Respekt. Dass ich mir das von Gomme sagen lassen muss. Ich freue mich auf meinen neuen Computer bald. Dann geht's ab, wenn ich den neuen Computer habe und wir dann irgendwann nochmal gegeneinander spielen, dann, dann geht's ab. Glaubst du, dass, dass dein PvP, oder dass so viele sagen, dass du so ein PvP-Noob bist, das sagen ja viele, dass es an den niedrigen FPS beim Aufnehmen liegt? Es liegt an den niedrigen FPS beim Kämpfen oftmals. Ja, bei mir regen die sich so auf, aber die wissen nicht, die Aufnahmen sind ruckelfrei, aber man nimmt mit 30 FPS auf. Aber später im Video ist es 60 und regen die sich immer so auf, das ist schlimm. Aber ist jetzt egal, ne? Genau. Tja, wenn es euch gefallen hat, Leute, würde uns beide eine Bewertung sehr freuen. Wenn euch Habisots Video Kommentierstil gefallen hat, schaut bei ihm vorbei. Tja, und dann haut da rein. Klar. Ach ja, stopp! Map-Download ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Auf jeden Fall hier. Hier sind auch nochmal die Entwickler hier. Mipello und Mr. Infinity. Ja, Maipelu, Bipelu, keine Ahnung. Haut rein, Map-Download in der Beschreibung, wenn ihr die Karte auch spielen wollt. Und dann haut rein und tschö mit. Uhu. Tschö.